Anno befördert euch ins weit entfernte Jahr 2205, in dem euch die Technologie die Möglichkeit gibt, riesige Städte zu bauen und bekannte Grenzen zu überschreiten. Die neue Engine bietet ein echtes Gefühl von Größe und realistisch dargestellten Städten. Das neue Anno 2205 bietet insgesamt drei neue Regionen. Die gemäßigte Zone auf der Erde, die Kraterlandschaft des Mondes und als neue Region die Arktis. In dieser Region müsst ihr eine industrielle Station bauen und besondere Ressourcen wie Methaneis oder Molybdän sammeln. Doch es wird nicht ausreichen, ein paar Bagger loszuschicken. Ihr müsst auch eure Arbeiter und ihre Gebäude mit Wärme versorgen. Ihr benötigt also wieder strategisches Geschick und Cleverness. Ein weiteres neues Feature sind die Krisensektoren, die den militärischen Teil des Spiels darstellen. Sie sind jetzt klar abgetrennt und optional, da wir auf unsere Fans gehört haben, die ihre großen Städte nur ungern zerstört sehen. Doch wie laufen diese Schlachten eigentlich ab? Die Größe eurer Flotte ist von der Größe eurer Städte abhängig. Ihr schickt eure Schiffe auf besondere Missionen, um seltene Ressourcen zu erlangen. Nach jedem Einsatz könnt ihr, je nach Erfolg, eure Schiffe verbessern. Auf höheren Schwierigkeitsstufen erwarten euch größere Herausforderungen und Belohnungen. In Anno 2205 begleitet ihr die Menschheit auf dem nächsten Schritt in die Zukunft. Erobert die Erde, indem ihr große Metropolen erschafft und zum ersten Mal nach den Sternen greift. Der Mond wird am 3. November 2015 besiedelt.